Weiter geht's bei Secret of Mana und wir haben Gorki, das Reibemonster, jetzt als Erdzauber und müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir weiterkommen. Irgendwas müssen wir noch vergessen haben wieder. Wieder durchkämpfen hier. Irgendwas müssen wir in Pandoria noch vergessen haben. Wenn der König da nichts wusste. Turtles Waffenlevel ist gestiegen, das heißt, wir switchen jetzt bei Brittany auf die Axt. Ist. Wir können nebenbei ein bisschen grinden, können ein bisschen Goldmünzen und alles sammeln. Wir können ja auch mal jetzt ein bisschen Erdzauber. Eigentlich sollten wir dann immer hier beim Grinden jetzt kosten nur ein Magiepunkt immer Efeumantel, Efeumantel, Efeumantel. Aber das sieht auch so schon sehr nice aus. Und nachher auf der höchsten Stufe, wie viele will ich gar nicht verraten, es ist halt so, da gibt es nochmal so einen Special Effekt. Das war eigentlich der Grund, wieso man die auf Level sonst was gehört. Jetzt ist mir beinahe passiert. Gebracht hat früher. Weil man einfach diesen mega geilen Zusatzeffekt haben wollte. Egal bei welchem Zauber. Heidi! Alles in Ordnung? Ah ja. Aha. Heidi ist wieder da. Brittany, ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi, übertreib nicht so. Ess mal lieber einen Snickers. Ihr Ignoranten, lasst mich in Ruhe. Heidi! Heidi! Gib mir ein Foto! Brittany macht den Weg frei. Schnell, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch hier. Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Ah ja. Oha, Zombies. Ich wusste es. Eine Zombie-Apokalypse. Ich hab's immer gesagt. Keule.
Fisch. Was ist das? So ein bisschen krank. Ja. Im Wegspringen hat er mich dann noch mit seinen Haaren erwischt. Erster. Lachgas. Ah ja. Ich bin klein. Fast so groß wie Tuddel jetzt. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Warten wir einfach mal, bis die Wirkung nachlässt. Sehr gut. Nebenbei erreiche ich Level. Jetzt reicht's aber langsam. Ich dachte, die Wirkung lässt mal irgendwann nach. So, wo geht's hier oben hin? Hier ist eine Tür. Wie wär's, wenn ihr da mal wegrennt? Dass die Zombies einen auch immer anspucken müssen. Wie unhygienisch. Kommt. Aha. Wir sind konfus, heißt wir kriechen nur noch. Das ist doch schon gegeben. Sicherheitshalber mal kurz nachhelfen, nicht dass uns hier noch jemand verloren geht. Na komm, 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 komm. So gerne ich auch grinden möchte, aber ich möchte ja auch nicht ohne die Zeit verschwenden, außerdem ist das echt. Okay. Der ist etwas hässlich. Bist du Tantalus? In der Tat. Und euch kenne ich auch. Ihr seid diejenigen, die Tura besiegt haben. Britney, lass sofort Hagen und Heidi frei.
und nimm den Fluch von den Leuten. Ach Gottchen, ihr macht mir Angst. Ha, ha, har, har, har. Meint ihr etwa diese Heidi? Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen und ist sie meine Sklave. Ich brauche die Energie der Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Und wenn es dann soweit ist, werden alle Menschen meine Sklaven sein. So wie diese Zeitgenosse, wie dieser Zeitgenosse hier. Dumm, stumm und dienend. Oh Gott, Hagen! Ihr kennt ihn also? Tura hat ihn mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. So wie ihr, oder? Harr, harr! Das bedeutet nichts Gutes. Und jetzt will er uns die Lebenskraft entziehen. Zufällig weiß ich noch, dass diese Wand hier. Also im Prinzip ist es. Nein, ich habe alles verbraten. Wir haben es ja. Nee, ich habe ja nicht mal eine Nuss. Okay, das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber naja, wir gucken mal. Müssen jetzt natürlich aufpassen, dass die Mädels am Leben bleiben. Okay, Bonschis sind aus, jetzt geht's an die Schokolade. Nächste Schokolade. Die Schokolade geht auch nicht. Yay, 250 und klatscht nochmal einen rauf. Na komm, zeig dein mittleres Auge. Oh.
Jawohl. Sehr gut gemacht, Mädels. Ganz ohne Zauber, was das natürlich auch nochmal schwerer macht. Ihr habt am Anfang gesehen, einmal Erdzauber hat ganz schön reingekloppt. Bogenorb erhalten. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid, ich werde Heidi und Hagen mitnehmen. Ihr könnt ja die Dorfbewohner haben. Halt! Nein! Hagen! Heidi! Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Hier ist der Chef. Hallo, bleib stehen. Victor! Oh, Stief! Tut mir leid. Tantalus hat mich hier festgehalten. Er gehört zum Imperium. Das Imperium schlägt zurück. Sie versuchen an die Mana-Energie heranzugrummeln. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entziehen, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Tantalus noch mehr im Schilde führt. Ich ahne Fürchterliches. Wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Geht ihr zur Aquaria. Ich begebe mich in den Lava-Tempel. Wir sollten definitiv erstmal einkaufen. Und ich sollte schon mal eine andere Waffe wählen. Beziehungsweise erst zu Betty den Bogen nochmal warpen. Aber zuerst gehen wir natürlich jetzt König, holen uns die Blumen ab, ne? Also da sind wir mal ganz selbstlos. Wir haben sein Dorf befreit hier. Also unter 1k ist da gar nichts. Ansonsten hole ich die gleich wieder zurück. Wenn sie Dorfbewohner doch behalten. Rennen! Ihr habt es geschafft. Endlich ist der Albtraum vorbei. Alles ist normal. Victor hat recht. Mit dir und dem Schwert. Aber ihr müsst jetzt weiter. Nehmt den Schatz. Er gehört euch. Wir haben diesen Schatz für den Mana-Ritter bewacht. Also für dich. Hauptsacht? Oha. Ernsthaft? Na, dann sind es ja nur noch 950. Ja, 850. Langsam nähern wir uns dem Ziel. Schwertorb, okay. Lanzenorb. Und hier sind jetzt 850 Goldmünzen drin. Okay, 800 kriege ich dann später. Zur Aquaria. Für solche Sachen können wir doch das Ding nehmen, ne? Eigentlich? Geht nicht, wieso? Treppen rein, rauf, runter. Mach Platz. Sieht aus, als wäre er verstrahlt. So neon-gelb-grüne Haare.
So, dann gehen wir nochmal shoppen. Der war ja vorher, hat der auch nicht geredet hier, weil die alle verzaubert waren. Frage ist jetzt, mit den Klamotten, welchen Stand haben wir? Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Kleidung, so ein Helm, eine Dornenweste und so ein Kraftarmband. Also den Helm brauchen wir nicht, den hat er schon. Dornweste haben die beiden schon. Sie kriegt eine Ninja-Robe. Und dann nehmen wir mal so eine Schlangenkette hier, 3 Stück von. Und dann sollte das passen. Nochmal ordentlichen Power-Up. So. Und die restlichen Klamotten, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen. Natürlich. Speicher. Jo. So, und jetzt geht's ab zur Aquaria. Mit einem kleinen Abstecher beim Zwergendorf, damit wir die ganzen Waffen verbessern können. Bis wir aber da sind, kann ich noch das Normale nehmen. Gerade an den Beißerchen von dem Pogo-Puschel hängen geblieben. Kann man den überhaupt Pogo-Puschel nennen? Er nennt mich immer einen Atzenpark. Nicht anknabbern hier. So, Britneys Waffenlevel ist gestiegen, das heißt, die Waffen werden auch durch. Rechtzeitig, bevor wir die nächsten Orbs haben. Jetzt müssten die anderen aber auch wieder. Genau.
So, jetzt sind wir gleich da. Nimm natürlich auch die Abkürzung. Ab zu Birdie Folks, erstmal die Waffen besser machen. Das Schwert ist dann jetzt ein Schorfschwert. Die Eisenlanze wird so Gaslanze und der Bogen wird zum Kurzbogen. So, ich habe Schwert, Todel die Lanze, bedeutet Britney kriegt den Kurzbogen. Und dann wird immer fröhlich durcheinander getauscht. Sollten wir noch einmal schnell pennen. Ja, wir wollen speichern. Und in der nächsten Folge geht's dann ab zu Aquaria.